In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Abwesenheitsanträge Ihrer Mitarbeiter prüfen, genehmigen und ablehnen können. Wenn Ihr Unternehmen die Benachrichtigungsfunktion beim WirtIQ-Kundendienst bestellt hat, werden Sie automatisch per E-Mail über neue offene Abwesenheitsanträge informiert. Wenn Sie davon unabhängig sehen wollen, ob offene Anträge vorliegen, melden Sie sich im Kundenmenü an. Geben Sie hierzu WirtIQ.net in Ihren Internetbrowser ein. Melden Sie sich dann mit Ihren Benutzerzugangsdaten an. Klicken Sie auf Ereignisliste. Es erscheint eine rote Meldung über die Anzahl offener Anträge. Klicken Sie darauf, um in die Abwesenheitsantragsverwaltung zu gelangen. In der Abwesenheitsantragsverwaltung sehen Sie die Anträge aller Mitarbeiter, für die Sie verantwortlich sind. Diejenigen Mitarbeiter, zu denen offene Anträge vorliegen, erkennen Sie an dem Haken in der Spalte Abwesenheitsantrag. Filtern Sie nach Mitarbeitern mit offenen Anträgen. Wenn Sie nun einen dieser Mitarbeiter markieren, erscheinen rechts seine Anträge, die offenen Anträge sind angehakt. Um einen offenen Antrag zu prüfen, markieren Sie den Antrag. Darunter erscheinen nun die Antragsdetails. Der Mitarbeiter hat Erholungsurlaub vom 27. August 2018 bis 31. August 2018 beantragt. Der Urlaub umfasst 5 Arbeitstage. Unter den Antragsdetails finden Sie ergänzende Informationen. Der Mitarbeiter hat ein Kontingent, also einen Urlaubsanspruch, von 30 Tagen, zuzüglich der 7 Tage Restanspruch aus dem Vorjahr. Offenbar hat er, einschließlich dieses Antragszeitraums, bereits 9 Tage in Anspruch genommen. Bis zum Stichtag, dem Ende des Antragszeitraums, hat der Mitarbeiter deshalb noch 28 Tage Restanspruch. Da er nach dem Stichtag bereits weitere 8 Tage vorgemerkt, also beantragt hat, stehen ihm darüber hinaus noch weitere 20 Tage Anspruch zu. Angesichts der verfügbaren Tage spricht nichts gegen eine Genehmigung, sodass Sie auf Genehmigen klicken können. Manchmal sind Genehmigungen mehrerer Personen erforderlich. Beispielsweise führt der Vorgesetzte zuerst eine Co-Genehmigung durch, anschließend genehmigt die Personalabteilung. Diese Regelung gilt beispielsweise häufig für die Genehmigung von Sonderurlaub. Wenn Sie deshalb erfahren wollen, wer einen Antrag bereits bearbeitet hat, sehen Sie in die Bearbeitungshistorie. Dort finden Sie zu einem Antrag dessen Bearbeitungsschritte. Klicken Sie einen Schritt an, um dessen Details zu sehen. Zunächst werden die Antragsdetails zum jeweiligen Bearbeitungsstand angezeigt, also der Abwesenheitsgrund, die Dauer, gegebenenfalls eine Bemerkung und der Genehmigungsstatus. Darunter finden Sie Angaben zum Bearbeiter dieses Schritts. Der erste Bearbeiter ist immer derjenige, der den Antrag gestellt hat, also meist der Mitarbeiter selbst. Weitere Bearbeiter sind dann typischerweise Vorgesetzte oder die Personalabteilung. Um den Antrag nun zu genehmigen, klicken Sie auf Genehmigen. Möglicherweise gibt es aber Gründe gegen eine Genehmigung. Dann klicken Sie auf Ablehnen. Vielleicht ist es auch erforderlich, den Antrag mit einer Veränderung des Zeitraums zu genehmigen, also beispielsweise den Zeitraum zu verkürzen. Dann tragen Sie in Genehmigt von und Genehmigt bis den ersten und letzten Tag des Zeitraums ein, den Sie genehmigen wollen und klicken dann auf Genehmigen. Wie schon erwähnt, sind für manche Abwesenheitsgründe die Genehmigungen mehrerer Personen erforderlich, beispielsweise des Vorgesetzten und der Personalabteilung. Klären Sie deshalb mit Ihrem Unternehmen, für welche Abwesenheitsgründe Sie eine Genehmigung aussprechen dürfen und wo Sie co-genehmigen sollen.